Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Day of the Tentacle und wir befinden uns jetzt immer noch bei Hogi, haben in der letzten Folge Laverne noch schnell freigeschaltet und ich überlege mal gerade, was brauchen wir denn jetzt noch, wo wir können, wir können Laverne erstmal nichts geben. Braucht Bernhard denn irgendwas von dem Zeug, was Hogi hier hat? Ich glaube fürs Erste nichts, ne. Dann fahren wir aber erstmal noch mit Bernhard fort. Der ist es ja noch so, dass Dr. Fred unten am Rumbaldovern ist und in seinem Schlafwandelwahn den Safe immer auf und zu macht. Und das können wir ja hier von oben jetzt beobachten. Das Dumme ist halt, dass die Edna noch hier oben rumsitzt und nicht sehr erfreut ist, wenn wir an der hier an dem Ding rummachen, also an dem Videorekorder. Wir haben jetzt hier die Statue allerdings verändert, das heißt, vorher war das Schwert auf der rechten Seite. Und da jetzt das Schwert nicht mehr da ist, können wir auch einfach mal drücken. Edna. Und tschüss. Wie sagt man so schön? Wenn du die Welt retten willst, musst du ein paar alte Damen die Treppe runterschmeißen. Tja, die ist dann wohl abhanden gekommen. Ja, und ansonsten hätte sie sich nämlich hier an dem Schwert festgehalten und werden sie nicht aus dem Zimmer gekriegt. Wie gesagt, da ich das Spiel halt teilweise schon in- und auswendig kenne, vergesse ich halt manchmal zu zeigen, wie es nicht geht. Ich versuche als nächstes Mal dann nochmal dran zu denken oder jetzt zukünftig dran zu denken, auch mal die Fehlversuche in Anführungsstrichen dann zu zeigen. Gut, legen wir das Videoband in den Rekorder rein. Und jetzt können wir nämlich den Monitor betrachten. So, da haben wir jetzt hier nämlich den Dr. Fred. Und, das Problem ist halt, dass wir halt immer noch nicht die Zahlen erkennen können. Wir sehen halt nur die letzte Zahl. Also nehmen wir das Ganze mal auf. So, jetzt nimmt er auf. Dr. Fred Edison, Steuerfahndung. Bitte kommen Sie mit. Wir würden gerne mal Ihre Bücher einsehen. Oben. Tja, und da haben Sie ihn einfach mal mitgenommen. Gut, wir spulen zurück. Jetzt können wir uns das Band nochmal ansehen. Problem ist halt, wie schon das letzte Mal gesehen, ist immer noch zu schnell. Dr. Fred Edison, Steuerfahndung. Können wir das eigentlich irgendwie abbrechen? Bitte kommen Sie mit. Na komm, ist ja eigentlich egal. Wir würden gerne mal Ihre Bücher einsehen. Oben. Zack. Ja, da war wohl dann das Band zu Ende. Wir können jetzt hier aber das Ganze auf Zeitraffer umstellen. Spulen nochmal schnell zurück. Und starten das Ganze mal im Zeitraffer. Jetzt können wir nämlich sehen 101, 999 und 57, welche Zahlen er eingibt. Gucken, ob die Stimme jetzt auch verzerrt ist. Dr. Ja. Fred Edison, Steuer, Fahndung. Bitte kommen Sie mit. Okay. Damit hätten wir das dann auch. Und jetzt, da wir die Kombination haben, können wir uns jetzt auch mal wieder nach unten begeben. In den Tresorraum und gucken, ob wir den Vertrag da rauskriegen. So, bisschen laufig, aber das gehört ja bei den Adventures dazu. Bei dem konnte man halt noch nicht über Doppelklick die entsprechenden Gegenden verlassen.
Ja, ach ne, falsche. Da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte ja hier hin. Wie gesagt, bei den neueren Adventures ist ja so, wenn man halt irgendwo in der Ecke doppelklickt, ist man direkt im nächsten Bild. War hier jetzt leider nicht möglich. Wir öffnen mal den Safe. Der Safe ist geschlossen. Ja. Machen wir mal auf. Mal sehen. 101, 999, 57. Genau, hast gut mitgezählt. Und dann haben wir den Vertrag. Okay, können wir uns anschauen. Die Gruppe aus dem ersten Teil soll hiermit bekannt sein als ein verrücktes Genie. Das Problem ist, da ist halt noch keine Unterschrift drauf. Wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir Dr. Fred dazu bringen, den Vertrag zu unterschreiben. Problem ist halt, der wurde halt von den Steuerfahndern mitgenommen. Und die sind jetzt oben und schauen sich die Bücher durch. Und zwar ganz oben. Gut, dass wir Dr. Fred Nehmann schon eingewickelt haben, was? Das rote Band wird ihn ganz gut beschäftigen. Ich Ah. kann nicht glauben, wie durcheinander es hier ist. Sagtest du hättest dort an der PP41 dies und jenes Erklärung liegen? Nein. Wie sagtest du doch gleich, war der Name deiner Frau? Sandy. Ach ja. Sagtest du hättest dort an der PP41 dies und jenes Erklärung liegen? Nein. Gut, dass wir Dr. Fred Nehmann schon eingewickelt haben, Ah, was? gut, können wir eigentlich mit denen Das reden? rote Band für den Ga Was gibt's? Seid ihr Brüder? Bei der Steuerfahndung sind wir alle Brüder. Ah, gut zu wissen. Was habt ihr mit Dr. Fred gemacht? Wir haben ihn Nehmann sicher verstaut, während wir seine Bücher prüfen. Nein, du kannst ihn jetzt nicht sehen. Und denk nicht mal dran, irgendwie zu versuchen, ihn zu retten. Alles klar, wer ist denn euer Schneider? Wer ist euer Schneider? Sehr witzig. Ich schaue mich nur um. Bleib sauber, Junge. Ja, ich glaube, das war's Wie dann auch sagtest du mal doch gleich, war der Name fürs deiner Frau? Erste. Wir können hier mal kurz Cindy. reinschauen. Ach ja, hey, da kannst du nicht reingehen. Okay, können wir nicht. Ich kann nicht glauben, wie durcheinander es hier ist. Gut, von der Seite kommen wir nicht rein. Wir haben aber schon gesehen, wir können über den Kamin, können wir von der anderen Seite noch hier hoch. Dann, nein, hier wollte ich nicht rein. Ich wollte eigentlich nach unten. Und mal über den Kamin hochkommen. Oder beziehungsweise halt dann, ja, aufs Dach und dann vom Dach aus übers Fenster zu Dr. Fred. Irgendwie müssen wir ihn ja noch dazu bringen, dass er halt den Vertrag unterschreibt. Da sind wir und ab durchs Fenster. Tja, und da haben wir Dr. Fred. Schauen wir ihn mal an. Scheint ziemlich stark zu sein. Das Seil? Gut, dann nehmen wir es mit. Starkes Seil ist immer gut. Kann nie schaden, sowas. Okay, hallo Dr. Fred. Er ist in rotem Band eingewickelt. Dr. Fred schläft wohl noch. Ach, haben sie ihn einfach gefesselt, dass er die ganze Zeit nicht da rumschlafwandelt. Die Tür können wir jetzt ja nicht öffnen, oder? Nicht, wenn die Steuertypen da Ja, sind. genau. So schlau ist er dann. Okay, dann werden wir doch jetzt einfach mal das Seil wieder an Dr. Fred dran binden. Ich habe ihn gerade erst Ach ausgewickelt. so, na gut, dann müssen wir es doch andersrum machen. Wir hängen jetzt einmal das Seil an den Flaschenzug. Und dann einmal. Besser nicht. Ah, noch nicht? Gut, dann machen wir es gleich. Dann brauchen wir jetzt einmal den Hogi. Und Hogi gibt jetzt mal hier die Farbe an Bernhard. Frisch. Wir gehen nach unten und begeben uns jetzt dann gleich mal vors Haus. Müssen jetzt die Steuertypen ja noch irgendwie austricksen. Gut, also einmal vors Haus. Und da haben wir jetzt hier unseren Cousin Ted. Und der macht sich doch bestimmt ganz gut als Ablenkungsmanöver. Nämlich, wenn wir den hier rot anstreichen. So. Sieht er doch genau aus wie der Dr. Fred. Ted Ja, ist hier noch. tot und Ted ist tot. Schön.
wunderbar gedichtet. Tja. Oh. Passende Schlinge gemacht. Ja, der sieht jetzt genau aus wie der eingewickelte Dr. Fett. War doch gut, dass sie den mit rotem Band eingewickelt haben. Nicht mit grauem oder so. Da hätte dann Hoagie noch irgendwie graue Farbe suchen müssen. Ich glaube, das wäre etwas schwieriger gewesen. So, jetzt können wir das Seil ziehen. Und hieven mal... Ach, dann ziehe. So. Hieven mal den Doktor... den Ted hier hoch. Na komm, noch ein bisschen. Das kriegen wir doch hin. Au. Klirre. Tja, dass das den Steuerfahnder nicht aufgefallen ist. Aber gut, dann begeben wir uns wieder nach oben und gucken mal, wo der Ted gelandet ist. Geht er über den Kamin zum Glück relativ schnell. Nett. Ja, ab nach oben. Ich sollte vielleicht etwas weniger auf die rechte Maustaste kommen. Also ab durchs Fenster und ja. Jetzt können wir die beiden nämlich wunderbar austauschen. Flapp. Eingesackt und einmal draufgelegt. Hm, ich dachte, da war etwas. Alles in Ordnung da drin? Alles bestens. Versuch einfach leise zu sein, okay? Ah, der arme Bernhard. Aber es ist ja gerade noch mal so gut gegangen. Gut, dann binden wir noch das Seil an Dr. Fred fest. Sehr schön. Und wir ziehen ihn dann mal ab nach draußen. So, einmal am Seil ziehen. Nö, den Fehler mache ich nicht noch einmal. Wusch. Ah. Macht sich langsam bemerkbar, dass er auf der gleichen Stelle gelandet ist. Uff. Dr. Fred, sind Sie okay? Dr. Fred! Ich bringe ihn besser ins Labor. Tja, jetzt habe ich ihn hier, aber er ist bewusstlos. Na gut, dann... Das machen wir eigentlich relativ schnell. Wir hauen ihm einfach einen Trichter in den Mund rein. Zack. Und kippen da eine Runde Kaffee drauf. Prost. Verdammt guter Kaffee! Tja, damit ist er jetzt wieder fit. Jetzt müssen wir ihn halt nur noch dazu bringen, den Vertrag zu unterschreiben. Ich habe hier einen Vertrag zum Unterschreiben, Doktor. Tut mir leid, ich unterschreibe nichts, was ich nicht gelesen habe. Dann lesen Sie ihn halt. Gut, dann lesen Sie halt. Ich bin damit beschäftigt, die Menschheit zu retten. Ich habe keine Zeit zum Lesen. Jetzt lass mich alleine. Na gut, dann müssen wir ihn irgendwie überreden. Würden Sie bitte den Vertrag unterschreiben? Ich unterschreibe nichts Ungelesenes. Na gut, Unterschreiben Sie, oder ich werde echt verrückt. Und was dann? Bist du nicht mehr mein Freund? Na gut, das scheint nicht so zu funktionieren. Würden Sie bitte den Vertrag unterschreiben? Ich unterschreibe nichts Ungelesenes. Aber die ganze menschliche Rasse ist in Gefahr. Natürlich. Deswegen denke ich doch schon die ganze Zeit darüber nach. Ich habe keine Zeit zum Lesen. Jetzt lass mich alleine. Na gut, ein Versuch noch. Würden Sie bitte den Vertrag unterschreiben? Ich unterschreibe nichts Ungelesenes.
Na gut, dann machen wir es halt selber. Vergiss es. Ich werde mich selbst um Purpur kümmern. Oh ja? Wie? Tja, Ich könnte ihn ja einfach für verrückt erklären. Ich lasse Purpur für verrückt erklären und verhaften. Das ist eine gute Idee. Aber ich brauche einen Zettel, unterschrieben von einem Doktor. Oh! Hey, ich bin Doktor. Wir haben Glück. Nun, viel Glück. Dankeschön. Und mit dem unterschriebenen Zettel geht es dann in der nächsten Folge weiter. Beziehungsweise mit dem unterschriebenen Vertrag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Und ihr seid das nächste Mal auch wieder mit dabei. Bis dann. Ciao, ciao.